Moin Leute, es steht die erste Konferenz in der zweiten Bundesliga an. Mit diesen drei Partien habe ich mich dafür entschieden, das als Konferenz zusammenzuschneiden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren mittippen würdet. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Dementsprechend können auch Sprachfehler auch mal entstehen, so wie auch jetzt schon. Aber naja, viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's. Und damit ein herzliches Willkommen in der Konferenz. Wir starten an der alten Försterei, der erste FC Union Berlin. Die Eisernen haben die Gäste aus Aue geladen, denn die konnten sich in der Relegation durch drei Treffer von Sören Bertram in der Liga halten. Schauen wir erstmal weiter nach Darmstadt. Da ist der Aufsteiger aus Paderborn zu Gast. Wo sich der SV Darmstadt im letzten Spiel in der 34. Runde gerade so gegen die eben gesehenen Auer durchsetzen konnte, damit den Abstieg, den Relegationsplatz vermeiden konnte. Und jetzt kommt der SC Paderborn, Aufsteiger aus der dritten Liga, eigentlich schon abgestiegen gewesen in die Regionalliga. Davon kann Darmstadt ein Lied singen, die restliche Geschichte kennen Sie sicherlich. Wir gehen noch zur nächsten Station, Heidenheim. Wo Arminia Bielefeld zu Gast ist, die sich in der letzten Saison überragend schlagen konnten. Am Ende stand ein Platz in der Top 5 und das ist wirklich respektabel gewesen. Die Elf von der Bielefelder Alm konnte sich dementsprechend in der Vorbereitung guten Gewissens daran machen, diese Mission wieder zu verfolgen. Es steht in erster Linie der Klassenerhalt auf dem Tagesplan. Das sollte auch möglich sein mit diesem Team. Massimo unter anderem weiter von Stuttgart ausgeliehen. Vorne in der Doppelspitze Vogelsammer und Klos. Altbewährt, wir geben nach Berlin zum Anstoß. Die Eisernen stoßen an in den weißen Trikots mit roten Streifen und roten Hosen. Von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Und die lila Veilchen treten heute im goldenen Auswärtsdress an und der erste Fehlpass kommt direkt von Seiten Union Berlins. Das hier ist Sören Bertram, der Retter von Aue, spielt aber erstmal Nazarov an, der im Abseits steht. Für Union Berlin soll es, wie in jeder Saison gefühlt, darum gehen, beim Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Letzte Saison hat das so gar nicht geklappt. Dieses Mal dürfen wir gespannt sein, ob es funktioniert. Wir gehen aber erstmal nach Darmstadt. Wo gerade die erste Möglichkeit für Darmstadt aufgekommen ist, die hier erstmal gut Druck machen. Paderborn versucht, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Stehen auch relativ offen, weswegen eben diese Möglichkeit schon zustande gekommen ist. Und jetzt kommt schon wieder Darmstadt Kempe. Der andere Kempe, eben bei Aue gesehen, die Möglichkeit hier. Aber der war zu harmlos geschossen. Kein Problem für Zingerle, den zu parieren. 7 Minuten von der Uhr. Darmstadt hat das Zepter erstmal in der Hand. Paderborn muss sich noch so etwas sortieren. Das ist Jones, der einige Tore in dieser Saison angekündigt hat. Die Flanke jetzt von Kempe. Böder ist aber dazwischen, verhindert Schlimmeres. Und kann erstmal zur Ecke klären. Hier schauen wir nochmal Zingerle, der aufmerksam ist, den Ball parieren konnte. Kempe bringt den Eckstoß rein von der rechten Seite. Und da kommt dann auch Kamavuaka, Wilson Kamavuaka, die nächste Möglichkeit. Zingerle muss eingreifen, schauen wir nochmal drauf. Reißt die Arme hoch, klärt wieder zur Ecke. Die schauen wir uns noch kurz an, wenn daraus nichts passiert, dann geben wir ab nach Heidenheim, wo wir bislang noch nicht waren. Wir schauen nochmal drauf. Geklärt, ab nach Heidenheim. Wo gerade die Arminen kommen, das ist Max Christiansen, Neuzugang. Ehemals Ingolstädter, aber erstmal mit dem Ballverlust jetzt. Der weite Ball von Andrich von Wien Wiesbaden gekommen auf Maxi Thiel. Der weite Ball aber, der kann damit nicht so recht umgehen und dementsprechend Einwurf für Bielefeld in der eigenen Hälfte. Max Christiansen, der braucht jetzt die Unterstützung und Fehlpass bzw. Ballverlust von Brunner. Und jetzt könnte es schmerzhaft werden und wie? 1:0 für Heidenheim. Ballverlust im Vorwärtsgang von Brunner und dann ist da Tomalla völlig frei.
vor Stefan Ortega Moreno, weil Dove dann die Übersicht hat, gut ablegt, den Ball rüberspielt. Und dann steht es 1:0 für Heidenheim, der perfekte Start. Keine Viertelstunde gespielt, der erste FC Heidenheim führt mit 1:0. Die erste Duftmarke in der Konferenz ist gesetzt. Wir geben nach Berlin in die Hauptstadt. Wo es noch 0:0 steht, wie gesagt, das einzige Tor der Konferenz haben wir gerade gesehen und beide Teams tasten sich ebenfalls noch etwas ab, aber Union Berlin tendenziell etwas stärker auf dem Weg nach vorne. Es fehlt noch so die hundertprozentige Möglichkeit, die wir ihnen bieten könnten. Sebastian Andersson aus Kaiserslautern gekommen, der da durchaus erfolgreich war für ein Team, das abgestiegen ist, hatte er da wirklich einige Torbeteiligungen vorzuweisen, beziehungsweise wohl die meisten. Hochscheid, Rückkehrer aus Braunschweig bei Aue auch dabei, kann bislang auch noch keine Akzente setzen. Jetzt kommt aber Aue über die rechte Seite. Emanuel Ioa aus Düsseldorf bzw. Osnabrück gekommen und auf dem zweiten Pfosten steht jetzt Nazarov völlig frei. 22 Minuten gespielt. Tor in Darmstadt. Knappe Kiste, fast wär's gewesen und wir geben ab nach Darmstadt. Der Aufsteiger führt mit 1:0. Julius Dücker setzt den Ball direkt unter die Latte und von da prallt der Ball hinter die Linie. Wir können nochmal drauf schauen. Hier sieht man es ganz klar. Eine ganz ähnliche Situation hat in der letzten Saison dazu geführt, am 34. Spieltag, dass Aue kein Treffer bekommen hat. Jetzt aber kann man hier sicherlich gar keine Fragezeichen mehr dahinter stellen. Ganz klare Sache. Paderborn führt mit 1:0. Tor in Heidenheim. Darmstadt wurde überrascht und jetzt in Heidenheim der zweite Treffer. Schauen wir rüber. Ausgleich oder Heidenheim in doppelter Front? Heidenheim macht das 2:0. Maxi Thiel in der 19. Spielminute setzt noch einen drauf. Flanke von Robert Strauß bringt den weit rein und am zweiten Pfosten profitiert dann Thiel davon, dass Börner den Ball nicht richtig annehmen kann, beziehungsweise Probleme hat, den nassen Ball zu kontrollieren. Lässt ihn mit der Brust abprallen. Und dann ist Stefan Ortega Moreno auch machtlos aus dieser kurzen Distanz. Kann er da gar nichts machen. Maxi Thiel also mit dem 2:0. Der erste FC Heidenheim ist nicht mal die bessere Mannschaft, aber sie machen eben die Tore, weil Bielefeld auch Fehler anbietet. Die Chancen liegen eigentlich, wie gesagt, bei den Amin, aber es steht ein 2:0 auf der Anzeigentafel und das ist das im Endeffekt, was zählt, was auf die Tabelle kommt. Heidenheim versucht das jetzt etwas strukturierter zu verteidigen, kommen aber immer wieder durch gefährliche Tempogegenstöße zu neuen Angriffen, die in der Regel aber schon im Mittelfeld wieder aufgefangen werden, weil Arminia Bielefeld gut nach hinten arbeitet, die Tore eben nach individuellen Fehlern gefallen. Beim 1:0 war es Brunner mit dem dicken Bock und eben war es Börner, der den Ball anders klären muss. 5 Minuten sind es noch, dann ist eine halbe Stunde gespielt und das erste Fazit fällt erstmal so aus, dass Bielefeld hier zu Unrecht 2:0 hinten liegt, aber die individuellen Fehler liegen auf ihrer Seite und jetzt kommen sie aber mal zu einer Möglichkeit, eventuell Patrick Weihrauch, Christiansen und Patrick Weihrauch, was macht er denn da? Den muss er zumindest aufs Tor bringen, das ist eine überragende Möglichkeit, dreht sich da um seinen Gegenspieler rum, aber Kevin Müller muss nicht eingreifen. Schwach geschossener Ball, wir geben eine Station weiter nach Berlin, da steht's noch 0:0. Und Aue kommt gerade mehr und mehr in die Partie, sie hatten die Riesenmöglichkeit gesehen, als wir hier waren von Nazarov. Dann sind wir nach Darmstadt gegangen, die Ecke brachte nichts ein, jetzt kommt Kempe, aber Gikiewicz macht sich da lang, streckt sich und kann den Ball gerade so noch rauskratzen. Ansonsten hätte auch das sehr gefährlich werden können, aber Union immer wieder mit Fehler nach vorne. Das ist Sören Bertram mit dem Ball auf Joa, der wäre aber auch im Abseits gewesen. Trimmel dazwischen und spielt den Ball jetzt nach vorne. Union fällt noch nicht so viel ein momentan. Kann jetzt aber eventuell mal einen guten Konter fahren. Über die linke Seite ist das Simon Hedl und der bringt den Ball rein, aber Karlich ist dazwischen. Manuel Schmiedebach, Neuzugang aus Hannover, kann den Ball aber nochmal heiß machen. Sebastian Andersson mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Rizzuto passt auf. Wir geben weiter. Und zwar nach Darmstadt. Hier gucken wir gerade eine gute Möglichkeit an. Da wäre deutlich mehr
drin gewesen. Der wäre fast eingeschlagen. Und dann hier nochmal ein Schuss. Kempe ganz haarscharf. Kratzt der Ball da am Winkel vorbei. Jetzt kann Paderborn aber kontern. Clement ist das. Bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten völlig frei. Steht da Hünemeyer, der mit nach vorne gekommen ist. Auch interessant, wie sich der Innenverteidiger mit nach vorne bewegt. Sehr löblich, wenn er rechtzeitig wieder hinten ist, weil jetzt könnte er hinten fehlen. Darmstadt tut sich sehr schwer in dieser ersten Halbzeit. Tor in Berlin. Schon ein paar Möglichkeiten. Jetzt ist ein Tor in Berlin gefallen. Wir schauen nochmal auf diese Möglichkeit. Beziehungsweise das sparen wir uns, weil er so weit vorbeigegangen ist. Also ab nach Berlin. Erzgebirge Aue macht es. Es ist die 41. die für das Auswärtstor sorgt. Christian Tiffert, Per Kopf, Sören Bertram. Der Retter aus der letzten Saison bringt die Flanke haargenau. Und dann ist Christian Tiffert da und hält den Kopf hin. 1:0 also für die Gäste und Union Berlin gerät wieder ins Schwimmen. Wir geben aber vor der Pause nochmal eine Station weiter ab nach Heidenheim. Wo Bielefeld drauf und dran ist, noch das 2:1 vor der Pause zu machen. Das wäre auch extrem wichtig. Vogelsammer mit dem Abschluss und Klos. Jetzt muss es aber mal da sein. Das 2:1. Unglaublich. Klos mit seiner Qualität ist natürlich auch im Zweikampf, aber das muss das 2:1 sein. Bielefeld ist nach wie vor die spielbestimmendere Mannschaft. Und Heidenheim hat wirklich Glück, dass es hier 2:0 steht. Es waren zwei individuelle Böcke, die dafür gesorgt haben, dass es hier 2:0 steht und der Ball kommt postwendend zurück. Bielefeld ist wirklich am Drücker. Das 2:1 muss eigentlich noch vor der Pause fallen. Es wäre hochverdient. Jetzt aber erstmal Heidenheim mit dem Einwurf. Das war gerade wirklich eine überragende Möglichkeit. Passend dazu sind wir da, aber der Ball hat eben nicht das Netz berührt. Zumindest nicht von der Seite, von der man sich das wünscht. Tomalla nochmal legt den Ball auf links außen. Aber geklärt, wir geben nochmal rüber. Nach Darmstadt, wo die Gäste mit 1:0 nach wie vor führen. Hier gab es gerade zwei super Möglichkeiten. Aber das Aluminium war dazwischen. 45. Minute, gleiches Halbzeit. Nochmal Paderborn auf dem Weg nach vorne. Tech Petai, Neuzugang aus Gelsenkirchen. Tech Petai trifft jetzt hier auch die Latte. Jetzt im Endeffekt dann doch nochmal Dusel, auch für die Darmstädter, die sich hier fast das 0:2 vor der Pause eingehandelt hatten. Also es steht 0:1 zur Pause, Düke hat's gemacht, wir geben nochmal nach Heidenheim. Wo in diesem Moment aber auch Pause ist, Thiel hat einen Treffer erzielt von den beiden, das andere Tor hatte Tomalla. In der 14. Minute auf dem Fuße. Also, Halbzeit in allen Stadien. Gleich geht's weiter. Jo, hier seht ihr mal kurz im Überblick die Halbzeitergebnisse. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten geht's gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Ja, viel Spaß dabei und checkt auch noch die anderen Videos zur zweiten und dritten Liga aus. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind zurück in der Konferenz und schauen nochmal auf das 1:0 von Erzgebirge Aue. Christian Tiffer war es in der 41. der das Tor des Tages bislang erzielt hatte. Aber genug Zeit für Union, das aufzuholen. Joshua Mees kommt für Hartl neu in die Partie. Etwas offensivere Taktik jetzt sicherlich. Muss natürlich auch sein. Sie dürfen hier eigentlich nicht zu Hause zum Auftakt verlieren. Zumindest ein Punkt sollte drin sein, aber es ist ja noch genug Zeit, man kann das auch noch komplett drehen, aber dafür müssen sie sich jetzt auch spielerisch deutlich steigern. Das ist keine überragende Partie, stand jetzt von den Eisernen. Da hatte man sich wieder mehr erhofft. Man träumt immer vom Aufstieg, es wird auch immer so ein wenig vorgegeben. Im Endeffekt hat es aber bislang noch nicht geklappt. Union Berlin ist jetzt im Zugzwang und sollte auch zuschlagen. Jetzt hat in Darmstadt jemand zugeschlagen, geben wir ab. Die Lilien mit dem Ausgleich oder 2:0 für den Aufsteiger. Der Aufsteiger führt mit 2:0.
Marlon Ritter war der Torschütze. 51. Spielminute. Der beste Topscorer aus der letzten Saison in der dritten Liga schlägt zu. Ist da völlig frei. Kurz vorm Fünfer, dann hält er drauf. Heuer Fernandes tut noch alles, aber auch da kann ein klasse Keeper wie er nichts mehr machen aus der kurzen Distanz. Ritter darf man da so frei einfach nicht stehen lassen und dementsprechend folgerichtig das 0:2 und jetzt ist Darmstadt richtig unter Zugzwang. Jetzt müssen sie was machen, zwei Tore aufzuholen gegen Paderborn, die das hier gut machen, aber auch wirklich schon was zugelassen haben. Das dürfte nicht so einfach werden. Also Düker mit dem 1:0, Ritter mit dem 2:0. Kann Darmstadt da jetzt drauf reagieren? Es dürfte sehr schwierig werden, weil Paderborn jetzt noch mehr aus der Tiefe kommen kann. Was auch eine Stärke von ihnen ist. Clement auf Düker, dem Torschützen zum 1:0, ja schon angesprochen. Kann den Ball erstmal behaupten, aber Fehlpass, wir geben nach Heidenheim. Ja, hier steht es ja auch 2:0, aber schon seit längerer Zeit, seit der 19. Minute ist hier nichts mehr passiert und Bielefeld spielt weiter gut nach vorne. Die überragenden Möglichkeiten vor der ersten Halbzeit haben wir gesehen. Einzig und allein das Glück im Abschluss fehlt noch so ein Stück weit und das ist momentan das Verhängnis der Arminen. Wechsel jetzt bei Heidenheim, Kolja Pusch kommt für Robert Andrich, bei Bielefeld geht Klos vom Feld, Leandro Putaro. Tor in Darmstadt. Dafür neu dabei. Tor in Darmstadt, das dritte also schon. Wird es jetzt richtig schlimm für Darmstadt oder sind sie wieder da? Es droht richtig schlimm zu werden. 3:0 für die Aufsteiger aus Paderborn. 59. Spielminute. Clement mit dem Treffer. Ritter erst, scheitert er an Heuer Fernandes. Dann aus ähnlicher Position wie das 2:0 gefallen ist, steht dann Clement diesmal noch freier und haut den Ball noch an die Unterkante der Latte. Kann man auch sicherer verwandeln, aber der Ball ist drin. 3:0 für den Aufsteiger aus Paderborn. Das ist mal ein Ausrufezeichen. Keine Stunde gespielt. Wir geben eine Station weiter zu den Eisernen, die sich momentan aber nicht sonderlich eisern zeigen, weil Aue das wirklich gut macht. Jetzt ist aber Union Berlin mal wieder im Ballbesitz, in einer längeren Ballbesitzphase und das zeichnet sie aus. Eigentlich spielerisch die bessere Mannschaft und Mennel schmeißt sich aber rein, kann hier Schlimmeres verhindern. Das hätte richtig gefährlich werden können. Hedlund ist es, glaube ich, der da angerauscht kam. Wer sonst da gewesen? Der muss jetzt auch runter. Ebenfalls ein Wechsel bei Aue. Bertram geht, Baumgart kommt. Redondo ist bei Union jetzt neu auf dem Feld. Positionsgetreuer Wechsel, so in etwa zumindest. Und Baumgart ist wohl etwas defensiver als Bertram eingestellt. Jetzt kommt Anderson, stand aber im Abseits. Klare Sache, 64 Minuten von der Uhr knapp. Union tut sich nach wie vor schwer. Das 0:1 vor der Pause war auch nochmal ein Tiefschlag, den sie auch erstmal verkraften mussten und es auch deutlich schwerer macht noch gegen Auer, die wirklich gut stehen mit ihrer Fünferkette in der Verteidigung. Dagegen anzugehen ist nicht so einfach und das zeigt sich auch hier wieder und es scheint, als könnten sie wieder dazu in der Lage sein, einen Dreier aus der Hauptstadt zu entführen. Und jetzt kommen sie zu einem Nadelstich eventuell. Hochscheid, Baumgart, der neu eingewechselte mit dem Superball auf Kempe, der macht viel zu wenig draus. Es steht 0:1, wir geben nach Heidenheim. Wo wir gerade nochmal eine Möglichkeit anschauen für Heidenheim, aber die war auch nur so halb gefährlich. Es ist nach wie vor so, dass Bielefeld drauf und dran ist, das 2:1 zu erzielen. In den letzten Minuten ist es etwas ruhiger geworden, aber sie sind nach wie vor die Mannschaft, die die Chancen kreiert, die das Spiel macht. Es fehlt aber der Treffer und es sind zwei Tore, die sie aufholen müssen. Und das ist in 20 Minuten gegen Heidenheim wirklich nicht das Einfachste, was man sich so vorstellen kann. Kolja Pusch, die Einwechslung haben wir noch gesehen. Jetzt Griesbeck mit dem Fehler gegen Christiansen, aber trotzdem behält er den Ball. Marc Schnatterer, da werden die Jubelstürme etwas lauter, wenn der am Ball ist. Aber heute auch noch weitestgehend ohne Akzent. Das ist kein gutes Spiel der Heidenheimer. Es steht aber 2:0. Man kann es nicht häufig genug sagen. Das ist das, was am Ende dafür sorgt, dass man die Punkte in der Tabelle eingesammelt hat bzw. angezeigt bekommt.
Und das geht den Bielefeldern momentan wirklich ab. Viertelstunde noch auf der Uhr. Thiel mit diesem Querpass, aber auch das ist nichts geworden. Bona jetzt mit der Balleroberung und dann könnte es mal schnell gehen. Aber Heidenheim ist wieder mit genügend Männern dahinter. Bielefeld müsste eigentlich jetzt noch unter Jeff Salbene noch offensiver ausgerichtet werden. Gibt jetzt nochmal die Möglichkeit. Massimo, der Anschlusstreffer müsste jetzt her. Max Christiansen lässt diese super Möglichkeit liegen. Wir schauen nochmal drauf und dann geben wir nochmal rüber nach Darmstadt, wo es wirklich katastrophal aussieht momentan für die Lilien. Das ist nicht schön, so in eine Saison zu starten. Sie versuchen nochmal alles, sie werfen alles nach vorne, aber in 10 Minuten 3 Tore aufzuholen, das ist recht unrealistisch. Kempe jetzt und Hünemeyer kann den Ball erstmal klären. Wir bleiben aber nochmal drauf. Härtner, Neuzugang aus Aue, bringt den Ball nach vorne. Höhen. Und über Umwege der Ball wieder in die Füße der Paderborner. Krause ist das, der den Ball erstmal hinten rumspielt. Strohdig, das machen die jetzt ganz sicher. Aber irgendwann müssen sie den Ball auch mal rausbringen, weil Darmstadt da mit 5 Männern vorne steht. Und jetzt die Möglichkeit zum Kontern. Clement aber mit dem Fehlpass. Härtner ist dazwischen. Jetzt kann es schnell gehen. Ausgeglichene 4 gegen 4 Situation. Aitak Zulu nur noch vorne zu finden. Jones auf Melem. Marc Melem an die Latte. Kommt dann noch Kempe. Und Kempe kommt 1:3. 86. Spielminute. Eigentlich sollten sie da gar nicht groß rumjubeln, sondern den Ball aus dem Netz holen. Gut gespielt. Melem im Pech. Und dann ist Kempe da, der per Kopf abstaubt. Zingerle kommt nicht mehr rechtzeitig hoch und jetzt sind sie tatsächlich wieder da, Fragezeichen sei mal dahingestellt, aber 2 Tore in letzter Minute aufzuholen, für Darmstadt sicherlich keine Unmöglichkeit. Wir geben nochmal weiter, wo Erol Zeynulahu kommt für Manuel Schmiedebach. Konnte eigentlich ein sicheres Spiel bei den Berlinern aufziehen, es gab aber immer wieder Möglichkeiten, das heißt, Ganz scheint da noch nicht angekommen zu sein, aber wie soll das am ersten Spieltag möglich sein? Jetzt versucht es Union Berlin 5 Minuten vor dem Ende nochmal sich nach vorne raus zu kombinieren. Aue macht das aber clever, weil sie sehr hoch stehen und wenn sie da einmal den Ball erobern, dann könnte es schon die Entscheidung zum 2:0 geben. So zum Beispiel Kvesic ist dazwischen, aber Trimmel hat aufgepasst und holt sich den Ball zurück. Hübner ist das jetzt auch weiter vorne nun zu sehen. Mees eingewechselt worden, Kroos da mit der Flanke, aber Wydra kann erstmal klären und jetzt möglicherweise die Kontermöglichkeit. Baumgart, wir schauen nochmal drauf, dann geben wir sofort nach Darmstadt. Baumgart kann jetzt den Ball rüberlegen. Gikiewicz zählt dieses 0:1 erstmal fest. Die Nachspielzeit ist gleich abgelaufen. Wir geben nach Darmstadt, weil es da einen Strafstoß gibt. Wird es da jetzt etwa nochmal richtig spannend? Könnte durchaus passieren, weil Darmstadt einen Strafstoß zugesprochen bekommt. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Die hat gerade erst angefangen, die Nachspielzeit. Antwi Ajesh mit dem Foulspiel stellt sich extrem unclever da an gegen Melem, der schon das 1:3 mehr oder weniger vorbereitet hat. Und wenn der jetzt sitzt, dann könnte es für die letzten 2,5 Minuten nochmal richtig spannend werden. Kempe nimmt sich der Sache an, hat das 1:3 erzielt, jetzt die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Kempe nimmt sich der Sache an und haut den Ball ins Netz, beziehungsweise ans Aluminium und dann ins Netz. Es wird jetzt eventuell nochmal richtig spannend. 2:3 steht es hier jetzt ganz kurz vor Schluss. Paderborn droht hier dieses 3:0 gerade noch so aus den Händen zu gleiten. Das wäre natürlich eine Geschichte am ersten Spieltag. Eine extrem bittere für den Aufsteiger, aber noch stehen sie mit 3 Punkten da. Jetzt müssen sie aber die Aufmerksamkeit hochhalten, weil hier noch ein bisschen was zu gehen ist. Geben wir aber nochmal ab nach Berlin, wo es ja ebenfalls spannend steht. 0:1. Aber Aue kann den Ball vom eigenen Kasten fernhalten. 5 Minuten schon von der Uhr über die Zeit hinaus. Und jetzt ist es vorbei. Union Berlin verliert 0:1. Wir geben nochmal nach Darmstadt, wo Darmstadt nochmal im 16er ist, aber den Ball nicht vors Tor kriegen. Michel klärt ihn raus. Es ist noch nicht abgepfiffen. Kamavuaka, Kempe. Nein, jetzt ist es vorbei. Darmstadt verliert am Ende unter großem Kampf und großem Einsatz mit 2:3 gegen Paderborn, weil sie die erste Stunde einigermaßen verschliefen, 3 Dinger kassierten. Und wir geben nochmal nach Heidenheim, wo die Gastgeber gewonnen haben.
Ja, da hat sich seit der 19. Minute nicht mehr so viel an der Anzeigentafel getan. Bielefeld versäumte es, größte Möglichkeiten reinzumachen, und so verlieren sie hier zum Saisonauftakt. Es war eine gute Partie von der Mannschaft von Jeff Salbene. Das war's aus der Konferenz. Bis dahin und ciao. Jo, das war die Konferenz. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, nochmal würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Wir schauen jetzt nochmal kurz auf die jeweiligen Tore aus den Partien und dann war es das auch mit dem Video. Schauen wir zuerst auf das Tor von Christian Tiffert. In der 41. Minute per Kopf hat er das 1:0 hier gegen Union Berlin markieren können. Bertram mit der Flanke aus dem 16 heraus auf den zweiten Pfosten. Da steht Tiffert dann und hält den Kopf hin, bringt den Ball über die Linie und so steht es dann im Endeffekt 1:0. Union Berlin konnte es nicht mehr drehen, nicht mehr wenden. Aue gewinnt zum Auftakt mit 1:0. Bei Darmstadt gegen Paderborn sind 5 Tore gefallen. Düker eröffnete das Ganze 20. Minute hier mit diesem Schuss direkt unter die Latte, 0:1. Also nach 20 Minuten im zweiten Durchgang ging es dann noch besser weiter. Ritter in der 51. Minute bekommt den Ball hier aufgelegt. Heuer Fernandes ist noch dran, kann es aber nicht verhindern. Dann sogar das 3:0. Clement in der 58. drückt den Ball über die leere Linie. Kurz vor Schluss wurde es dann nochmal spannend. 86. Tobi Kempe mit dem Kopfballtor zum 1:3. Dann sogar noch das 2:3 per Strafstoß in der 90. der Foul-Elfmeter. Aber es reichte nicht mehr. Darmstadt verliert 2:3 und die beiden Tore in Heidenheim. Tomalla in der 14. von Dovedan vorbereitet und das 2:0 von Maxi Thiel in der 19. von Börner vorbereitet. Wie gesagt, das war's jetzt. Hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse im Überblick des kompletten Spieltages. Wenn ihr da noch die Zusammenfassung oder die Einzelspiele sehen wollt, wie HSV gegen Kiel zum Beispiel, dann ja, könnt ihr euch die Videos gerne reinziehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten danke für euer Interesse. Bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao.